Wenn man die Täter nicht nachweislich identifizieren kann, hat man als Ermittler ein Problem. Die Kriminaluntersuchung ist in Frage zu stellen und das hat nichts mit der Formulierung von Verschwörungstheorien zu tun. Hier geht es allein um die Kritik an der völlig lächerlichen Kriminaluntersuchung und an der Tatsache, dass die Ermittler keine Ahnung haben, wer die Anschläge ausführte. Das ist aber die alles entscheidende Frage. Wer war es? Who did it? Da gibt es diese böse Organisation, deren Anführer Bin Laden, ein geheimes Netzwerk in den Höhlen von Afghanistan. Das klingt wie das Drehbuch für einen James-Bond-Film. Das erste Video, in dem Bin Laden auftauchte, wurde derart von den Medien vermittelt, als hätte sich dieser zu den Anschlägen bekannt. Das Video erschien sehr fragwürdig und stellte sich als Fälschung heraus, als man es analysierte. Es gab eine Reihe fragwürdiger Punkte. Ein grundlegendes Problem bestand etwa darin, dass Osama bin Laden einen Goldring trug. Nach islamischem Glaubenskodex dürfen Männer kein Gold tragen. Warum trägt dann der Anführer einer der militantesten Salafistenbewegungen einen Goldring? Das ergibt keinen Sinn. Das betreffende Video wurde unter dubiosen Umständen in Afghanistan gefunden. In einem Haus, das angeblich von Al-Qaida verlassen worden war. Und es warf aus mehreren Gründen Zweifel auf. Ein deutscher TV-Sender etwa ließ eine Alternativübersetzung anfertigen. Diese unterscheidet sich grundlegend von der amtlichen Übersetzung der Amerikaner. Die Personen behaupten nicht offenkundig, in die Anschläge vom 11. September involviert gewesen zu sein. Sie sprechen nur darüber, was am 11. September vorfiel. Ma stanno semplicemente raccontando che cosa è successo l'11 settembre. In vielen anderen Bin Laden-Videos sieht man eine Person sprechen und hört dazu eine Tonspur, die nicht oder nur sehr bedingt zu dem passt, was die Lippen tatsächlich sagen. Oft werde ich gefragt, wie können Sie die offizielle Darstellung anzweifeln, wenn Osama bin Laden selbst mehrere Male im Fernsehen auftrat und sagte, ich habe es getan. Hierzu erzähle ich Ihnen eine Anekdote. Wobei ich die Ereignisse nur schildern und nicht zeigen kann. Wir besitzen sehr wohl Bildmaterial, dürfen es aber nicht offenlegen, da der Inhaber nicht gestattet, dass Sie es sehen. Als Mitglied des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments wurde ich eingeladen, im Sommer 2005 einer PowerPoint-Präsentation des Washingtoner Zentrums für strategische Studien beizuwohnen. Wir sollten uns die Folgen vergegenwärtigen, mit denen Europa im Falle eines Atombombenangriffs auf Brüssel konfrontiert wäre. 50.000 Tote, 100.000 Verletzte, die nukleare Wolke. Die Reaktionen von Regierungen diverser europäischer Länder. Plötzlich erschien eine Sequenz auf der Leinwand, in der Osama bin Laden behauptete, er sei für den Atomangriff auf das NATO-Hauptquartier verantwortlich. Alle Mitglieder des Parlaments, ich eingeschlossen, waren sprachlos. Amerikanische Experten des Zentrums für strategische Studien waren zur Hand, um zu erklären, was auf der Leinwand vorging. Dann ergriff endlich ein Parlamentarier das Wort. Heute wurde uns überzeugend vor Augen geführt, dass die Aufnahmen von Osama bin Laden komplett manipuliert werden können. All die Osamas, die wir über die Jahre gesehen haben, gab es vielleicht nie. Genauso wie nie ein Atomangriff auf das NATO-Hauptquartier in Brüssel verübt wurde. Wie gesagt, wir dürfen die Aufnahme nicht zeigen. Macht nichts. Wir fahren ohne sie fort. Sehen Sie selbst diese Bilder. Da ist ein Osama vom 7. September 2007. Vergleichen Sie ihn mit den anderen Osamas, die wir über die Jahre gesehen haben. Halten Sie es für möglich, dass er mit der Zeit jünger wird? Dass sein Bart dunkler wird? Dass seine Nase gewachsen ist? Wir brauchen nichts zu analysieren. Jedes Kind versteht, dass es sich um zwei verschiedene Personen handelt. Sie werden uns präsentiert, als handle es sich um eine. Und so geht das schon seit 6 Jahren. Hat Bin Laden die Anschläge vom 11. September organisiert? Wenn ja, tat er es allein oder gemeinsam mit anderen?
An dieser Stelle müssen wir die Ursprünge von Al-Qaida erläutern. Al-Qaida wurde 1989 von Bin Laden gegründet. Das war am Ende des Krieges zwischen sowjetischen Truppen und islamischen Guerillas in Afghanistan. Nach dem Krieg und nicht vor dem Krieg, gegen wen oder was sollten all die muslimischen Guerillas kämpfen? Was bedeutete Al-Qaida damals? Diese interessante Frage führt uns zu Robin Cook, ehemals britischer Außenminister. Er schrieb einen Artikel für den Guardian, in dem er bestätigte, dass der Begriff Al-Qaida von der CIA erfunden wurde. Cook sagt, der Begriff steht für eine Datenbank von Mujahedin, welche die CIA rekrutiert und ausgebildet hatte. Und er hat recht. Um das arabische Wort für Datenbank zu bilden, muss man nur dieses Wort dranhängen. Das ergibt Al-Qaida Maluma. Al-Qaida heißt auf Englisch The Base. Maluma, Data. Zusammen ergibt das Database oder Datenbank. Al-Qaida ist ein Fake. Al-Qaida ist keine Organisation. Al-Qaida ist nur ein Label. Es gibt keine Organisation namens Al-Qaida. Al-Qaida ist eine Liste von Leuten, die in den 80ern im sowjetisch-afghanischen Krieg kämpften. Al-Qaida ist nichts als eine Marionette, die von der westlichen Propaganda aufgebauscht wurde, um der Öffentlichkeit das Böse vorzuführen. Ich war Leiter des Visabüros am US-Generalkonsulat in Jeddah von September 1987 bis März 1989. Während meiner Dienstzeit war ich in etwas eingebunden, das sich als Visabeschaffungsprogramm für Terroristen entpuppte. Es kamen Leute zum Konsulat, die von der CIA und ihrem Top-Agenten Osama Bin Laden rekrutiert wurden. Man schickte sie nach Amerika, um sie zu guten Terroristen auszubilden, ihnen Anerkennung zu erweisen oder um vergangene Einsätze in Afghanistan zu besprechen. Es ging wohl darum, wie man Dinge hochjagt, Leute niederschießt, Regierungen stürzt. Nach dem Kalten Krieg wurden ihre Verbindungen zur Al-Qaida immer zahlreicher. Al-Qaida wird auf unterschiedliche Weise kontrolliert, direkt und indirekt. Al-Qaida wurde systematisch und auf unterschiedlichen Konfliktschauplätzen eingesetzt, etwa von 1992 bis 1995 im Bosnien-Konflikt. Ich glaube, die US-Regierung arbeitete mit verschiedenen arabischen und muslimischen Organisationen zusammen, sei es mit Al-Qaida selbst oder mit Leuten, die zu Al-Qaida wurden. Man trainierte sie, gab ihnen Waffen und schickte sie auf den Balkan, um Slobodan Milosevic und seine Verbündeten zu stürzen. Diese Balkanpolitik betrieb man über Jahre, bis nach 2001. Während des Kriegs hatten die US-Geheimdienste nur Waffen geliefert. Nachher aber rekrutierten sie die arbeitslos gewordenen Mujahedin selbst. Das ist ein Faktum. Es gibt viele Zeugenaussagen von Mujahedin, die vor deutschen Gerichten standen. Sie wurden von einem Subunternehmen des Pentagon angeheuert. Und zwar von dem privaten Militärunternehmen MPRI, Military Professional Resources Incorporated. MPRI. Military Professional Resources Incorporated. MPRI. Formell ist MPRI privat, aber in Wahrheit handelt es sich um eine Art Geheimapparat der US-Armee. MPRI hat mehr Vier-Sterne-Generäle unter Vertrag als das Pentagon selbst. Wenn das Pentagon etwas Schmutziges zu erledigen hat und denkt, dass der US-Kongress dessen Finanzierung und Bewilligung verweigert, so gibt es den Auftrag an das Privatunternehmen weiter. Zu Beginn des Sommers 1999 brachte MPRI die bosnischen Mujahedin zurück auf den Balkan.